Hallihallo und herzlich willkommen zurück beim Euro Truck Simulator. Ich habe doch tatsächlich gesehen, dass ich für Samstag keine Folge mehr auf dem PC habe und deswegen muss ich mindestens eine Folge heute aufnehmen. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt hier Mittwoch vor Samstag entschieden, mich mal hinzusetzen und ein Völkchen noch aufzunehmen. Habe gerade Zeit, beziehungsweise eigentlich habe ich keine Zeit, verdränge aber gerade quasi ein bisschen meine restlichen Aufgaben, was aber okay ist, da ich die definitiv auch noch später machen kann. So, dann würde ich sagen... wo befinden wir uns eigentlich? In blablabla. Was? Wir sind immer noch in Bystrica. Banski Bystrica. Okay. Ja, ich dachte tatsächlich, wir sind da schon draußen. Aber gut, das macht nichts. Schauen wir mal, was wir hier so fahren können. Ich möchte gerne... Angebote von Banski Bystrica. Okay, die kann man irgendwie nicht ansehen. Doch, doch, irgendwie konnte man die anschauen. Aufträge. Banski Bystrica. Banska Bystrica. Okay. So. Einen Traktor nach Graz. Für 10.000 Latten, das klingt echt gut. Aber hier gibt es viele Aufträge. Aber das ist tatsächlich der edelste. Ist auch hier hochwertige Fracht. Weiß ich nicht, ob wir das letzte Mal geskillt haben. Da bin ich mir selbst jetzt nicht so sicher. Aber auf jeden Fall möchte ich den hier gerne annehmen. So. Müssen wir so mal gucken. Denn wenn wir jetzt müde sind, was wir zwar halbwegs sind, aber das ist okay. Da würde ich nämlich trotzdem sagen, dass wir fahren. So, warte, bevor ich jetzt hier Scheiße baue. Okay, ich baue keine Scheiße. Sehr schön. Okay. So. Genau. So, jetzt sind wir auch wieder in unsere altbekannten Fahrvariante. Ne, wir wollen hier kein Auftragsangebot. Wir wollen tatsächlich einfach nur hier abbiegen. Ist hier eine Ampel? Da. Okay. Wo müssen wir zum Teufel gerade hin? Aha, okay. Außerhalb der Stadt ist das Ding also. Hat unser LKW noch Schaden gehabt? Nein. Ja, da drängeln wir uns einfach mal rein. Die KIs zum Glück meistens so schlau und hält dann an, wenn man sich hier so frecherweise vordrängelt. So, hier können wir schon mal blinken. Unglaublich. Kommst du auch noch mal aus dem Knick? Rot. Wollte schon sagen. Hallo. Guck. Unglaublich. Jetzt gerade haben wir mal schnell im Mikrofon geguckt, ob es auch an ist. Aber ist es. So, endlich. So, Blitzer haben wir auch überstanden.
Ich dachte tatsächlich, dass hier hinter gar nicht geht. So, den überholen wir auch mal ganz gewieft. So. Och nö, das ist hässlich. Mann. Habe ich hier wieder die Schleichpatrouille vor mir. So eine Scheiße. Alter, drei Stück. Postbett, Alter. Coole Socke. Ey, das ist doch nicht sein Ernst. Wie schleicht der denn hier lang? Hallo. Danke, schön wieder ausgebremst. Oh, ich könnte einfach nur durchdrehen. Das ist doch nicht normal. Ey. Der sieht sich aber schon noch so halb. Oh, das gibt's nicht. Die blöde Sau. Da werde ich einfach nur wild. Na gut. Aber immerhin sind wir jetzt gleich da. Ich hoffe, es gibt den Auftrag auch noch. Weil der war ja nur noch 2 Stunden verfügbar. So. So, ich möchte gerne... Ja, es gibt ihn noch. Was ist denn hier? GPS? Okay, egal. Wir machen den trotzdem. So, da hinten ist er. Der Trecker. Sauber. Und los geht die wilde Fahrt nach Graz. Wann müssen wir da sein? 21 Stunden. 1A. Wir müssen zwar ein Päuschen zwischendurch machen, aber das passt schon. Ja gut, ne? Sind wir 12-Stopp-Schild drüber gefahren, aber hier war halt auch einfach gerade keiner. Und da brauche ich echt nicht anhalten. Tonnen waren das jetzt. Schafft das Auto aber tatsächlich richtig gut. Also ich glaube, bei dem 21 Tonnen Auftrag, der jetzt in der Liste 1 drunter war, für den es etwas weniger Geld hätte gegeben, da hätte er zu kämpfen gehabt, hier der Kleine. Aber die 13 Tonnen moscht er tatsächlich wie wohl. Sagt mal, als ich hier hochgefahren bin, da war hier doch noch gar nicht die Baustelle. Lol. Haben wir jetzt einfach eine Baustelle hier hingezimmert. Fahren wir auf jeden Fall erstmal wieder Richtung Deutschland, auch wenn es erstmal nur Österreich ist, aber wir kommen auf jeden Fall wieder in aussprechbare Namen.
Gegend. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine 5,5 Stunden Fahrt vor uns. Da kann ich aber auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen reden. Was ist denn so passiert? Ich habe jetzt doch gut ein paar Wochen nicht aufgenommen. Also, ja, so stimmt das nicht. Aber auf jeden Fall nicht Euro Truck Simulator. Stattdessen aber Warcraft 3 Reforged und... Alter, ich bin total begeistert von dem Spiel. Aber ja, schaut's euch einfach im Let's Play an. Es ist einfach nur so schön. Also, wenn man halt Warcraft 3 früher nie wirklich gespielt hat, und das habe ich leider nicht, dann ist das Spiel einfach nur fantastisch. Wirklich. Das ist so gut. Also Warcraft 3 selber war natürlich auch gut. Aber ich muss sagen, ja, die haben an der Grafik doch noch ein bisschen was gemacht. Aber dazu sicherlich zu einem anderen Zeitpunkt dann mehr. Wenn ihr vielleicht mal bei dem Let's Play davon vorbeischaut. Ich kann es euch nur empfehlen. Gerade auch für die, die es jetzt eher nicht selber spielen, aber sich trotzdem für Warcraft interessieren. Was allerdings so eine Sache ist, ne? Weil wenn man sich für Warcraft interessiert, dann spielt man halt meistens auch Warcraft 3. Egal ob das normale oder Reforged. Aber jedenfalls kann ich nur dazu sagen, das ist ein grandios gutes Spiel. So, aber was ich auch noch dazu sagen wollte, es ist natürlich noch mehr passiert. Also es gab halt schon Gründe, warum ich in letzter Zeit wieder ein bisschen weniger aufgenommen habe. Das lag zum einen natürlich daran, dass ich einfach mal meine Platte, also meine Festplatte, also meine externe, nicht meine interne Festplatte. Meine externe Festplatte habe ich ein bisschen mir angeschaut und musste dort einfach mal Ordnung schaffen, weil es sah katastrophal aus. Es waren so viele Dateien, die einfach nicht geordnet waren. Also nur zur Erklärung. Wenn ich ein Video aufnehme, dann speichere ich das natürlich auf meiner Festplatte, auf meiner internen Festplatte, schneide es dann, rendere es dann und lade es dann hoch. Und sobald es hochgeladen ist, um das Video quasi nicht löschen zu müssen, falls man es nochmal irgendwann gebrauchen könnte, wie zum Beispiel bei den ganzen Videos, wo jetzt mein Ton fehlt, speichere ich mir dann die Dateien immer auf meiner externen Festplatte, um sie quasi als Sicherheit noch zu haben, und lösche sie dann von meiner internen Festplatte, damit ich dort drauf natürlich Platz habe, um neue Aufnahmen zu machen, um mehr Spiele zu installieren und so weiter. Ja, und ich habe einfach keine Ahnung wie lange anscheinend nicht mehr meine externe Festplatte an meinem Rechner gehabt. Denn die war einfach ultra durcheinander. Es waren bestimmt 20 Aufnahmen, die hochgeladen wurden bisher, aber noch gar nicht drauf waren. Das heißt, ich musste die alle rüberziehen. Und ja, das ist halt nicht so die schnellste externe Festplatte. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Ja, und dann habe ich damit einfach unglaublich lange schon. Das hat mich bestimmt 2 bis 3 Tage gekostet alleine.
das Ganze sortieren, weil ich die natürlich dann auch noch in die Ordner sortiere. Und der zweite Punkt, beziehungsweise, ja doch, der zweite Punkt, aber von dreien, war natürlich, dass ich auch noch ganz viele Aufnahmen entdeckt habe, die ich noch nicht hochgeladen habe und die in nächster Zeit auch noch kommen sollen. Und jetzt habe ich hier natürlich mit Euro Truck Simulator ein Let's Play, was ich neu gestartet habe, was ich auch ja, mit meinem Upload-Plan quasi weiterhin relativ modern halte, also regelmäßig aufnehme und dann auch regelmäßig hochlade. Und das sind halt keine Aufnahmen, die ich vor Monaten aufgenommen habe, sondern wirklich frische Aufnahmen. Und der nächste Punkt ist natürlich, dann habe ich mir halt gedacht, ja, die ganzen Aufnahmen, die du aber schon hast, zum Beispiel für Total War oder für Vermintide, das sind alles Aufnahmen. Was ist denn das? Der ist mir in die Seite gefahren. Was für ein hässlicher Hund. Das sind natürlich alles Aufnahmen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und deswegen müssen die auch hochgeladen werden. Ja. Und dadurch ist es dann einfach so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, nimmst jetzt erstmal nichts auf und lädst erstmal auch ein paar alte Aufnahmen hoch. Jetzt ist die Sache natürlich aber die, dass ich einen Upload-Plan mir erstellt habe. Der ist momentan natürlich noch sehr karg. Ich hoffe allerdings, dass ich den in Kürze erweitern kann. Aber auf jeden Fall ist die Sachlage die, dass dieser Upload-Plan momentan mittwochs nur Assassin's Creed beinhaltet und samstags Euro Truck Simulator. Und das andere sind halt meistens nur einzelne Folgen davon. Für die meisten Spiele davon habe ich momentan auch keine Zeit, um sie wirklich gerade weiterzuspielen. Und dann kam natürlich auch noch Warcraft 3 Reforged raus, was ich unbedingt zocken wollte und was ich euch nicht vorenthalten wollte. Also natürlich hätte ich auch sagen können, okay, ich mache das Spiel einfach ohne Zuschauer, aber ja, ich habe halt ziemlich viel Shitstorm über das Spiel gehört, so im Internet. Was war denn das? Alles klar, ich weiß, was es war. Der ist gerade eingeschlafen. Wow. Ja, dann müssen wir wohl oder übel mal hier runter. Ja. Ey, unglaublich. Pennt der hier ein. Lächerlich. Ist die Kiste natürlich voll im Arsch gerade. Kotzt mich das an. Na gut. Trotzdem dürften wir eigentlich genug verdienen, um diesen Unfall quasi zu reparieren. Das Reparieren machen wir auch direkt, nachdem wir jetzt hier gepennt haben. Ja, ich fahr doch schon. Oh. So. Erstmal hier wieder rauskommen wird. Tot.
reparieren. So. Und das waren die ersten beiden Gründe im Endeffekt dazu. Und der letzte Grund, welcher vielleicht am meisten Rolle dabei gespielt hat, war einfach der. Ich habe jetzt ein Praktikum begonnen im Zuge meiner Ausbildung. Und ja, bin dort quasi erst frisch und dann habe ich natürlich auch einiges zu Hause momentan noch zu tun. Was ich quasi da erfüllen musste und was mich halt Zeit gekostet hatte, die ich, wenn ich nicht im Praktikum gewesen wäre, wahrscheinlich in Aufnahmen hätte investieren können. Ich hasse es zu enden. So. Aber jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Das Auto ist repariert. Es hat uns 11.000 gekostet. Das ist mal wieder mehr, als wir überhaupt dabei verdienen. Was mich extrem ankotzt. Aber ja. Na. Ich hätte halt wahrscheinlich früher einfach einen Rastplatz suchen sollen. Na gut. Aber im Endeffekt ist das jetzt so. Und ja, jetzt geht das Let's Play ja trotzdem weiter. Das war close. Okay. Die lassen mich wunderbarerweise durch. Ich traue denen sogar zu, wenn ich einfach gefahren wäre, hätten die mich nicht durchgelassen. Dann hätten die nämlich nicht gebremst. Dann wären die einfach durchgerauscht und mir in die Seite gerauscht. Ich hätte wieder Aufliegerschaden gehabt und ich hätte auch noch quasi Strafe für einen Unfall zahlen müssen. Deswegen ist in dem Spiel Anhalten meist die beste Variante. Aber grundlegend egal, ob man selber den Unfall verursacht oder quasi jemand anderes in einen reinfährt, was ja im normalen Rechtssystem immer dann derjenige Schuldträger ist. Das ist hier nicht so. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder in Österreich. Es ist tatsächlich ja auch eine... Wie kann ich eigentlich das Fernlicht anmachen? Aber wenn ich jetzt... Ja, wenn ich... Wenn ich jetzt wieder am Licht rumspiele und in den Optionen suche, dann werde ich eher nicht fündig und ja, dann verzögere ich wieder hier nur. Weshalb glaube ich, das Einzige... Was richtig ist, einfach fahren. Wir sehen die Straße, alles gut. Ich bin mir
sogar nicht mal so sicher, ob es hier Fernlicht gibt. So, wir müssen. Wo müssen wir hin? Nach Graz. Das war noch nicht ausgeschildert. Da, Italien, Graz. Da müssen wir anscheinend runterfahren. Das war auf jeden Fall ein holpriger Ritt dort runter. Aber jetzt geht's straight weiter Richtung City. Ja, ich werde wahrscheinlich nur die eine Folge jetzt hier aufnehmen. Ach ja. Nächster Punkt, den ich vielleicht noch besprechen wollte, wäre der gewesen. Und zwar möchte ich gerne, der Aktualität halber, werde ich wahrscheinlich Mittwoch Assassin's Creed streichen. Das liegt nicht an Assassin's Creed, das möchte ich tatsächlich weiterhin aufnehmen und hochladen. Aber ich sehe mich tatsächlich bei regelmäßigen Uploads momentan eher bei Warcraft 3. Werde deswegen wahrscheinlich ab nächster Woche, beziehungsweise es läuft ja schon jetzt die letzten zwei Wochen so, aber ab nächster Woche quasi offiziell Mittwoch zum Warcraft 3 Tag machen, Samstag so beibehalten und dafür noch Montag einführen als Random Upload Tag. Das heißt, dort werde ich wahrscheinlich die ganzen einzelnen Folgen, die ich noch habe, hochladen, bis ich einen regelmäßigen Upload-Plan habe, der quasi auch noch ein oder zwei Tage mehr beinhaltet, sodass ich auch in meinen anderen Let's Plays voranschreiten kann. Ja. Genau, das war das, was ich noch sagen wollte. Ich meine, derjenige, der sich jetzt hier das Video nicht anguckt, der wird es dann in meiner Kanalinfo vorfinden. Ich glaube, ich werde das heute auch direkt ändern. Dann kann man, falls man sich das anschaut, sieht man es dann schon. Weiß man da Bescheid. Ja, und... Also Assassin's Creed ist, wie gesagt, nicht auf Eis gelegt. Es kann gut sein, dass das dann mal an einem Random... Montag kommt. Montag ist, glaube ich, ein ganz guter Tag. Dann habe ich quasi Samstag, zwei Tage Montag, zwei Tage Mittwoch und dann halt drei Tage für Samstag. Und in den drei Tagen, das sind grundlegend, sind das nämlich auch die Tage, wo ich immer meine Aufnahmen machen kann, weil ich da halt abends noch die Zeit dafür finde. Und Sonntag und Montag und Dienstag sind halt eher so die Tage, wo ich weniger Zeit habe.
So, wir müssen doch jetzt auch langsam hier tatsächlich schon in Graz ankommen. Weil ich meine, 55 Kilometer ist halt nicht mehr weit. Endet die Autobahn vielleicht da, dass wir direkt quasi durchfahren? Na, ich hasse hier so Schleicher, ey. Das gibt's nicht. Ja, 500 Meter runter. Aber hier ist der Parkplatz. Aber da stand doch eben 500 Meter Graz runter. Na, mal gucken, wo es uns hinführt. Das wird uns schon zum richtigen Ort bringen. Wie stark ist denn überhaupt der Aufliegerschaden? 10% der Anhänger und 4% die Ware. Das ist halt bei hochwertiger Fracht einfach nur Mist. Ey, wir hätten aus dem Auftrag so viel rausholen können. Durch den Drecksunfall schon wieder alles verkackt. Sehe ich doch, jetzt kommt hier die Abfahrt. Und den Typen nicht noch überholen. Ach, ist deswegen nicht mehr so weit, weil wir nicht in die Stadt fahren, sondern quasi auch wieder hier zu dieser Holzfirma, welche außerhalb der Stadt liegt, was wegbringen. Träger. Einen guten Träger aus Slowenien kriegt er. Falsch reingebogen. Ich glaub's nicht. Es gibt's nicht, Alter. Ich könnte kotzen. Habe ich wieder nicht geglotzt. Och Mann, Alter. Ich hasse es wirklich. Aber ich war mir sicher, dass wir hier rein müssen. Das wäre es jetzt nochmal gewesen. Noch schön Spiegel abgefahren. Oh Mann, ey. Das war's totale Minusgeschäft, dieser Auftrag. Ich meine, die Kohle, die ich jetzt reinkriege, das ist halt nichts dagegen, was ich hier quasi ausgegeben habe. 11 Kilometer, Alter, wie weit das noch ist, wenn ich da unten die Karte angucke. Ich habe danach tatsächlich mal wieder unglaublich Lust auf Warhammer Vermintide. Ich glaube, da mache ich noch ein Völkchen danach.
Es war noch nicht so spät. Oh. Direkt wieder zur Werkstatt fahren und das Auto reparieren lassen. Geilo. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich das noch machen werde. Weil ich einfach sonst beim nächsten Mal vergessen werde. Na komm, auch wenn ich sie nur ganz knapp sehe. So, das also. Na, zu Pro Speed sind wir gefahren. Genau. Schön überspringen. Obwohl. Ja, komm. Das geht ja immer sogar noch. Ja, zufriedenstellend. Mehr sehe ich bei mir halt auch nicht. Klotze das an. 2000. Und EP-Abzug. So ne Mist, ey. Ich repariere mich jetzt dort und am besten penne ich auch gleich. Aber pennen, da verliere ich halt übelst Zeit. Erstmal gucken, was wieder kaputt ist, wie viel es überhaupt kostet. So. Geil. Hat sich der Tag auf jeden Fall richtig gelohnt. Tatsächlich war es das hier aber auch. Wie lange darf ich denn noch fahren? Warte, das können wir noch gucken. 8 Stunden. Okay, das heißt, man könnte sogar vielleicht einen Auftrag durchpressen. Trotzdem reicht das mir hier für die Aufnahme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wieder. Also nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin. Tschüss.